Sorgen, so wie es jeder tut. Ich sage jeden Morgen, heute geht's mir sicher gut. Ich bin jetzt zum Vergnügen auf dieser schönen Welt. Mag's brechen oder biegen, ich tu, was mir gefällt. Ich hab so viel erreicht mit meiner Philosophie. Ich nehm das Leben leicht und ärgern tu ich mich nie. Denn ich mach mir keine Sorgen, mag's auch im Sommer schneien. Ich sage jeden Morgen, heute werd ich glücklich sein. Gar hoffnungsloser Fall. Wozu ich hier nötig war, weiß der Teufel. So was probiert man am besten mit einer Fachprügel. Eine Frechheit! Wer war dieser Kerl? Professor Bruchsal, Sie haben einen Unfall gehabt. Er hat Sie operiert. Liegen Sie still und reden Sie so wenig wie möglich. Umso schneller heilen die Narben. Die Narben? Was ist das für Narben? Wo habe ich den Narben? Ein Spiel! Gib mir ein Spiel! Aber Kindchen, Sie können ja gar nicht sehen. Ich will ein Spiel haben! Gib mir sofort ein Spiel! Oh Gott, ich bin in mein Leben ruiniert. Und wie lange muss meine Tochter hier liegen? 14 Tage. Na Gott sei Dank. Von mir aus können Sie schon früher haben. Nee, danke, danke. Hier kann sie wenigstens keinen Unfug anrichten. Na, hoffentlich nicht. Wo wollte Ihre Tochter eigentlich so schnell hin? Zu mir, Herr Professor. Zu mir. Da hat sich so einig gehabt? Entschuldigen Sie mich, ich habe es vergessen. Ein unsympathischer Mensch. Und nicht mal besuchen darf man sie. Jetzt muss die Mutterseelen allein hier liegen, krank und hilflos. Das arme, arme Kind. Nummer 7 will dir die Suppe versalzen. Sagst du denn nun wieder? Jetzt war hier wieder der Tee zu kalt. Nummer 7. Verdammt nochmal. Was will ich um 4 in der Nacht? Sie hatte sich die Decke heruntergestrampelt. Hol dich doch, Teufel. Auf dass sie nicht noch einmal krank werde. Auf dass sie sich lieber gleich den Hals breche. Auf dass ich sie nie wiedersehe. Auf dass ich ihr einmal im Dunkeln begegne. Na, an die 14 Tage werde ich denken. Der Gedanke, dass sie heute entlassen wird. Und Nummer 7 wird nie wieder klingeln. Erlauben Sie mal, das ist mein Gesicht, wenn damit etwas passiert. Aber der Professor hat doch keine Zeit. Nur von ihm lasse ich mir die Verwandte nehmen, nur von ihm. Und wenn ich jetzt keine Zeit habe, bitte, ich habe Zeit. Ich habe unendlich viel Zeit. Ich versäume mich gar nicht, ich habe gar nichts zu tun. Ich kann stundenlang warten, von mir aus tagelang. Wenn es noch mal 2 Wochen dauert. Um Himmels Willen, ich hole den Herrn Professor sofort. Ja, ich fasse Sie mit Handschuhen an. Bei mir tut so etwas immer besonders weh. Ich muss schrecklich grobe Hände haben. Liebster, gutester, bester Herr Professor, Sie werden mir doch nichts wehtun. Nehmen Sie mal die Hände da weg. Ach, ich habe so viel Vertrauen zu Ihnen. Und weh Ihnen, wenn Sie nicht drauf sitzen bleiben. Schön. Schämen Sie sich mal. So ein großes Mädchen. Bitte. Auf einmal? Nach der Operation haben Sie gleich einen Spiegel verlangt. Ja, aber die Narben. Ihr hübsches Lärpchen ist wohl das Einzige, was Sie dem Leben zu bieten haben, was? Nur keine Angst. Das Näschen ist noch nicht ab. Besonders hübsch. Freut mich. Das kann Sie auch freuen. Seien Sie bloß nicht so eingebildet. Sie haben schon mehr Männer gesagt, dass ich hübsch bin. Ja? Von mir aus können Sie aussehen wie die Nacht. Ich hatte die Narben gemeint. Sonst interessieren Sie mich nicht ein bisschen. Das hat Ihnen wohl noch kein Mann gesagt, was? Na, war es ja die höchste Zeit, dass es mal zu hören bekam. Ja, was ich Ihnen noch sagen wollte. Sie haben etwas fertiggebracht, was noch keinem bisher in diesem Maße gelungen ist.
Sie sind die unbeliebteste Patientin der ganzen Klinik. Woraufhin eigentlich, wenn ich fragen darf? Sind Sie was? Können Sie was? Leisten Sie was? Das Einzige, was Sie wissen, ist, Klingeln sind dazu da, damit man drauf drückt. In meinen Augen sind Sie... Ein ganz und gar hoffnungsloser Fall. Weiß ich. Das haben Sie mir schon einmal gesagt. Aber das werde ich Ihnen nie vergessen. Hoffentlich nicht. In Ihrem Interesse. Guten Tag. Das gnädige Fräulein hat noch immer nicht geklingelt. Warum hat denn das gnädige Fräulein noch nicht geklingelt? Wissen Sie, dass das gnädige Fräulein noch nicht geklingelt hat? Das gnädige Fräulein hat mich gebeten, Ihnen zu sagen, dass das gnädige Fräulein nie mehr klingeln wird. Das gnädige Fräulein zieht sich jetzt immer alleine an. Das gnädige Fräulein lässt sich ihr Badewasser jetzt immer persönlich ein. Gnädiges Fräulein in Zukunft nicht doch lieber klingeln? Wo ist mein Vater? Gehört ihr euch durch und dann schlafen Sie. Ich bitte dich, sei doch vernünftig. Liebes Kind, Ihr Herr Papa hat einen anstrengenden Tag gehabt. Außerdem hat er ein Schlafmittel genommen. Um Himmels Willen, was ist denn jetzt wieder passiert? Keine Ahnung. Ich habe ihr nur gesagt, dass sie hübsch ist. Und das ist alles? Ja, das hat sie mich auch gefragt. Ob das alles ist, was ich ihr sagen kann, dass sie hübsch ist und reizend und zauberhaft und charmant? Kann man einer Frau denn etwas Netteres sagen? 20 Personen waren wir heute Abend. Alle haben ihr genau dasselbe gesagt. Also, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Was, bitte? Wie daraufhin meine Wohnung aussieht. Eine Windhose kann nicht furchtbarer sein. Es ist tragisch, seit sie aus der Klinik zurück ist. Es muss etwas Inneres zurückgegeben sein. Papa! Papa! Ja? Wach doch auf, Papa! Ist es denn schon 8? Legen Sie mir die Bilanz und die schwarze Krawatte. Ach was, Papa, es ist 12. Schon 12? Warum haben Sie mich nicht... schon! Erst! Es ist 12 Uhr nachts, Papa. Kann ich ja noch schlafen. Jenny? Jenny! Was hast du jetzt wieder angestellt? Na bitte, da haben wir es ja. Angestellt! Das ist wohl das Einzige, was ihr mir zutraut. Und dann wundert ihr euch, dass ich mit Vasen um mich schmeiße. Papa, bitte, hör mir zu, wenn ich zu mache. Ja. Ich will nicht nur hübsch. Vollkommen recht, hat der Mann. Du bist im Stand und studierst ihm zum Trotz Medizin. Ich möchte gerne Medizin studieren. Wie fange ich das denn an? Haben Sie sich schon gemeldet? Deswegen bin ich ja hier. Aha, und wissen Sie, wie das gemacht wird? Das wollte ich Sie eben fragen. Sehen Sie die lange Schlange? Ja, da komme ich ja gerade her. Und sehen Sie auch, wo die aufhört?
Tja, und? Da stellen Sie sich gefälligst an. Meinen Sie mich? Sie kleben doch hier die Zettel an. Können Sie mir sagen, wann Professor Bruchsal hier Vorträge hält? Erstens hält der Professor keine Vorträge, sondern Kolleg. Zweitens hält er sie nicht hier, sondern in der Charité. Und drittens kann Sie das gar nicht interessieren. Erlauben Sie mal. Sie sind wohl erstes Semester, was? Und wenn? Was dann? Dann haben Sie in der Chirurgie noch gar nichts zu suchen. Was wollen Sie überhaupt studieren? Medizin natürlich. Sehen Sie ja. Das alles da? Ich kann mir raussuchen, was mich interessiert. Chirurgie bei Bruchsal, nicht wahr? Wenn Sie nichts dagegen haben, ja. Von mir aus? Aber wenn er Sie in seinem Kolleg erwischt, schmeißt er Sie eigenhändig hinaus. Junge Damen wie Sie kann auf den Tod nicht ausstehen. Woher wissen Sie denn? Mit gelackten Nägeln und gepuderten Näschen und die sich raussuchen, was sie interessiert? Wie reden Sie denn überhaupt mit mir? Wer sind Sie denn eigentlich? Hans Faber, Kant Med, 12. Semester. Beruflich bin ich also nicht Zettelankleber, sondern Famulus, wenn Ihnen das ein Begriff ist. Und das speziell bei Herrn Professor Bruchsal. Guten Tag. Entschuldige bitte. Kannst du nicht einmal pünktlich sein? Ich wusste nicht, dass wir Besuch haben. Ich musste mit deinem Vater sprechen. Ich muss schon sagen, dass du mit Vasen um dich wirfst. Hätte ich natürlich nie erwähnt, wenn ich nicht so besorgt um dich wäre. Danke. Auf mir habe ich keinen Appetit. Du bleibst. Dass mir jemand freiwillig die Sorgen um dich abnehmen will. Ich kann durchaus allein für mich sorgen. Ach, was dabei herauskommt. 10-mal mehr Arbeit machst du. Das Personal hat beinahe gekündigt. Na nun, seit wann sind Sie denn linkshändig? Nur vorübergehend. Das geht die Fräulein an. Für die medizinische Fakultät. Mein Albdruck. Mein Abitur habe ich ja schließlich gemacht. Aber wie? Ich werde euch schon beweisen, dass man mich ernst nehmen kann. Aber Jenny, einen Augenblick bitte. Ach, Eduard, zeigen Sie doch mal meiner Tochter, wie Sie sich geschnitten haben. Aber Vater... Es interessiert Sie nämlich beruflich. Wickeln Sie die Binde nur ab. Wenn das geht, Sie Fräulein Wert darauf legen. Du weißt doch, dass ich kein Blut sehen kann. Runter damit. Das ist eine glatte Gemeinheit. Und sowas will Medizin studieren. Geht's hier immer so unpünktlich los? Ja, mein. Was ist denn das für ein verflogener Vogel? Hätte ich hier gar nicht so früh aus dem Bett brauchen. Sie sind wohl noch neu hier, nicht? Wissen Sie, wenn's bei uns pünktlich anfängt, dann fängt's um eine Viertelstunde zu spät an. Das ist nämlich darum, damit's von einem her soll in den anderen kommen und zwischendurch nur was essen können. Sie. Das freut mich aber wirklich herzlich. Was freut Sie wirklich herzlich? Dass Sie es gar nicht erwarten können, bis es anfängt. Aber das legt sich leider wieder. Besonders bei den jungen Damen. Zuerst kommen sie zu früh, dann kommen sie gerade noch
dann kommen sie zu spät und dann kommen sie überhaupt nicht mehr. Das ist eben, weil sie es doch nicht genug interessiert. Warum glauben Sie denn, es interessiert mich nicht? Ich glaube gar nichts, ich warte ab. Anfangen tun viele, ja. Aber wie es aufhören? Wenn Sie nach 12 Semestern zu mir kommen und sagen, Matthias, so heiße ich nämlich, ich habe schon an die 50 Semester aus der Patsche geholt und sagen zu mir, ich hab's durchgehalten. Durchgehalten? Darauf kommt es nämlich an. Aber wenn Sie es dann geschafft haben, das Gefühl, denke ich mir, das müsste das Schönste sein, was es gibt. Also, machen Sie es gut, Freunde. Damen und Herren. Die Fräulein hat sich in ihrem Zimmer eingeschlossen und redet nur noch Lateinisch. Allmächtiger. Eine Wagenladung Bücher ist auch angekommen, mit einem unheimlichen Paket. Es war so hoch wie sie, stand aufrecht und klar wieder aufgewacht. An Essen ist heute Abend nicht mehr zu denken. Entsetzlich. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Seitdem das GC-Fräulein Medizin studiert, fühlt das Personal sich geschlossen krank. Wieso? Das GC-Fräulein hat Diagnosen gestellt. Sie waren vernichtend. Appendix, Appendizitis, Appendizitis, Peritoneum, Peritonitis, Pleura, Pleuritis, Endokard, Endokarditis. Wer ist da? Darf ich hereinkommen? Ja, bitte. Das ist mein Demonstrationsskelett. Es heißt Julius und beißt nicht. Du kannst ihm ruhig die Hand geben. Ist er nicht ein Prachtexemplar? Du kannst froh sein, wenn du von innen so aussiehst. Interessant, was man alles so für Knochen hatte. Und die muss ich alle auswendig lernen. Und jeder einzelne kann dir brechen. Eine kleine falsche Bewegung und futsch ist das Rückgrat. Das brauchst du nicht gerade zu sagen, wenn man sich bückt. Medizinisch gesehen stehst du sowieso ständig mit deinem Fuß im Grab. Sag mal, was willst du eigentlich? Ich wollte einmal mit dir unter vier auf. Na, und? Sag mal, was hast du denn? Du siehst so blass aus. Ist dir nicht ganz wohl? Keine Nacht mache ich mir ein Auge zu. Woran kann denn das liegen? Darüber wollte ich mit dir sprechen. Hast du starkes Herzklopfen? Ist das ein Wunder? Bei dem Puls? Wahrhaftig nicht. Aber doch ganz erklärlich. Und ungesund. Das muss anders werden. Jane, das liegt nur bei dir. Ich wollte dich schon immer fragen... Was du dagegen tun kannst? Nimm Proben vor dem Schlafengehen und stell die Füße in kaltes Wasser. Das schlägt nieder. Verzeihung. Aber der Herr Direktor fragt nach dem Mädchen, Fräulein. Ich komme. Na, was machen die Schmerzen? Was hast du mit der Köchin gemacht? Das nächstliegende, Papa. Ich habe ihr Proben gegeben. Vielleicht ein bisschen zu viel? Ein bisschen zu viel? Aber sie hat sich doch so aufgeregt, weil mein Gerippe geklappert hat. Und deshalb gibt es kein Essen? Das Ding fliegt raus! Aber ich habe es satt! Das ist dir kein Irrenhaus! Hinsetzen, Vater, ruhig, ruhig. Und ganz tief Luft holen. Bis mich eines schönen Tages der Schlaf trifft. Dann brauchst du dich gar nicht zu wundern. Das hier ist die vor allem einmal Diät. Vielleicht hast du Zucker. Oder es ist etwas mit der Leber. Keine Angst, das kriegen wir alles hin. Du sollst etwas davon haben, dass deine Tochter Medizin studiert. Und jetzt schaue ich mal nach der Köchin. Und jetzt wird sie geheiratet, junger Mann. Aber fix, das bringt sie uns alle noch unter die Erde. Wie die Fliegen fallen sie um.
wie die Fliegen. Wenn noch einmal jemand umfällt, weil er nicht sehen kann, wie das Innenleben eines Patienten beschaffen ist. Aber welche Seele ist so rein wie ein Bauch? Sauber und intensiv. Während Sie Ihren werten Kollegen gefälligst erst ins Tier sagen, damit Sie sich an die nackte Wahrheit gewöhnen. Was soll ein Operierte sagen, wenn ein Studenten dabei schlecht wird? Er sieht es ja nicht, Herr Professor. Dem Äther nicht wie Ambrosia duftet, der soll einen Käseladen aufmachen. Meine Kollegen sind kein Kindergarten, auch kein Mädchenpensionat. War es wieder eine Dame? Nee, die holde Weiblichkeit nippt gleich nach der Voranmeldung. Ist auf ein paar ganz ausgegossen. Aber ich kann Ihnen sagen, diese Weiber. Entweder sind sie dem Auge eine Lust, sie tauchen sich keinen Pfifferling oder sie taugen was, dann sind sie nicht anzusehen. Na, wie weit sind Sie? Ich schaffe es noch in diesem Semester. Sie arbeiten hier zu viel, Faber. Stunden geben, Staatsexamen, Nebenarbeiten, bei mir Famulus und die Doktorarbeit noch nachts. Ich muss fertig werden, Herr Professor. Essen Sie ordentlich? Fühle mich ausgezeichnet. Sonstigen Kummer? Nicht, dass ich wüsste. Herz? Kommt nicht in Frage, mangels Interesse. Na, ist leider keine Interessensfrage. Soll vorkommen. Gegen Liebe und Schnupfen gibt es ein Vorbeugungsmittel. Warme Füße, kaltes Herz. Und es hilft doch nicht. Na, dann gehen Sie mal Mittagessen. Bin schon dabei, Herr Professor. Mittagessen habe ich gesagt, Herr. Mittag! Was Warmes! Eine Käsestullen. Assistenten, den der Magenknurf kann ich nicht brauchen. Oder haben Sie kein Geld mehr? Aber Herr Professor... Dann sagen Sie es mir gefälligst. Ich kann nicht an alles denken. Herr Professor, bitte. Donnerwetter nochmal, Sie leisten mir was, was wird bezahlt. Wenn Sie seelische Hemmungen haben, Geld anzunehmen, dann werden Sie Philanthrop. Aber kein Arzt. Bescheidene Ärzte sterben an Schwindsucht. Und nur raus. Danke. Gibt's hier keine Karte? Kennen wir uns nicht? Jawohl, ich bin das erste Semester. Ah, stimmt. Na, haben Sie schon rausgesucht, was Sie interessiert? Ich habe Sie gefragt, ob es hier keine Karte gibt. Nee, hier gibt's heute nur Erbsen mit Speck. Aber vielleicht dreht man Ihnen ein Extrawürstchen. Einmal Erbsen mit Speck. Müssen Sie aber verhungert sein. Sitzen Sie mal von 8 bis 2 in einem Kollegen nach dem anderen. Physiologie, Chemie, Anatomie, Labor. Wie eine ganz richtige Studentin. Was glauben Sie denn? Ich komme zum Spaß hierher. Waren Sie denn nun schon bei Bruchsal? Nein. Warum? Da wird Ihnen der Spaß schon vergehen. Was da schon groß dran sein kann. Ich habe auch schon eine Operation hinter mir. Blinddarm, was? Nein. Hier, bitte, vom Bruchsal, persönlich genäht. Aha. Wieso aha? Die Fälle kenne ich. Erhöhter Blutdruck, wenn Sie an ihn denken. Herzklopfen, wenn nur sein Name genannt wird. Beschleunigter Puls angesichts seines Hörsaals. Einmal Erbsensuppe mit Speck. Zahlen bitte. Aber wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, sparen Sie sich die Kolleggelder. Zum Staatsexamen langt dieses Interesse doch nicht. Und bei Bruchsal sind solche Fälle vollkommen hoffnungslos. Guten Appetit. Blöder Hund. Ja, Fräuleinchen, wo brennt's denn? Ach, Matthias, ich bin immer so allein. Wissen Sie, dass Sie der Einzige sind, der hier nett zu mir ist? Aber gehen's, das ist ja gar nicht möglich. Hat man Sie hochgenommen? Das macht doch nichts. Schauen's, was ein guter Stein werden will, der muss geschliffen werden. Ach was, kein Mensch kümmert sich auch nur so viel um mich. Das gehört sich überhaupt nicht dazu. Die anderen kennen sich alle und ich... Tja, Fräuleinchen. Das ist einmal so. Entweder Sie kehren dazu oder Sie stehen draußen. Da schauen Sie da mal hin. Das ist eine einzige große Gemeinschaft. Und die hat ihren Stolz, kann ich Ihnen sagen. Einen Stolz, dass Ihnen die Arme übergeben. Und wissen Sie worauf? Weil Sie es schaffen mit Ihrer eigenen Kraft. Und das kennen Sie ja auch. Sie müssen nur wollen.
dann geht alles. Nur nicht immer gleich mit dem Kopf durch die Wand. Gut Ding will Weile haben. Gnädiges Fräulein, sind auf Zimmersuche. Kann Ihnen reizendes Gemach empfehlen. Wohne selber da. Danke. Ich bade zu Hause. Warum denn so eilig? Hofft immer schon, äußerst charmante Kommilitonen mal wiederzusehen. Dann hätten Sie die Kollegen kommen sollen. Oder hört witzig. Was geht hier höchstens daran dran? Ist ja alles so öde. Eigentlich interessanter bei Bruchsal. Lacht sich tot. Toller Bursche. Nee, ist vorhin schon da gewesen? Ich denke, erstens im ersten Semester ist es verboten. Oh, verboten ist gut. Bitte Sie akademische Freiheit. Können doch hingehen, wo Sie wollen. Größtes Vergnügen, Sie mitzunehmen. Gerade noch Zeit. Sonst haben Sie mir nichts Interessantes zu bieten. Aber mit Begeisterung. Wollten eigentlich in die Psychiatrie. Ja, unerhört amüsant. Nerven da, wissen Sie? Lauter Verrückte. Das reinste Irrenhaus. Ja, dann lassen Sie sich doch mich nicht aufhalten. Da gehören Sie nämlich hin. Patient soweit? Jawohl, Herr Professor. Von mir aus kann es losgehen. Die Praktikanten sind vollzählig. Faber, nehmen Sie das da mit. Aber Herr Professor, das ist doch... Dass Sie das wissen, hoffe ich. Aber die allzu klugen Herren Studenten sollen sich mal wieder ihre Köpfe zerbrechen. Und Lachen ist das beste Mittel gegen Ohnmachtsanfälle. Was ist das? Nur nicht so ängstlich. Weiß nicht. Na? Haben Sie noch nie gesehen? Ihnen auch vollkommen neu. Lachen ist billig. Besser machen. Na? Keine Angebote? Nicht so den Geist anstrengen, lieber die Augen aufmachen. Sieh da, sieh da. Da gibt uns eine junge Dame die Ehre. Die habe ich ja noch nie hier gesehen. Ach, gnädiges Fräulein, würden Sie sich einmal hier herunterbinden. Die kenne ich. Sie auch? Das ist ein erstes Semester. Na nun, seit wann? Kommen Sie, kommen Sie. Sie sind ja sonst nicht so schüchtern. Also, Sie studieren jetzt Medizin? Im ersten Semester, ja. Wollen Sie uns verraten, warum Sie das tun? Weil es mich interessiert. So, es interessiert Sie. Na, umso besser. Das ist nämlich eine verdammt ernsthafte Sache. Das heißt? Wahrscheinlich wissen Sie auch sonst schon allerhand von der Medizin. Allerdings. Na, dann können Sie uns ja mal erklären, was das hier ist. Na, riechen Sie mal. Lachen Sie nicht. Als Ärzte werden Sie noch an ganz anderen Dingen riechen müssen, um herauszufinden, was los ist. Na? Das sieht aus wie... und riecht... die Schweineleber. Meine Damen und Herren, Sie werden sich wundern. Es ist nämlich Schweineleber. Ein Kilo rohe Schweineleber vom Schlechter. Und das ist der Beweis dafür, dass Sie noch immer viel zu viel denken.
anstatt die Augen aufzumachen. Arzt sein heißt sehen. Und zwar richtig sehen. Eine Diagnose ist nämlich nur dann etwas wert, wenn sie stimmt. So, lassen Sie sich das eine Lehre sein. Der Patient. Hey, Sie! Bleiben Sie da! Sie haben sich einen Ehrensatz verdient. Und wenn Sie jetzt wieder eine Bauchhöhle zu sehen bekommen, dann denken Sie dran, dass eine Leber ist. Deshalb habe ich sie mitgebracht. Ich bitte mir aus, dass hier niemandem schlecht wird. Brauchen Sie einen Eimer? Ich habe Sie ja gewarnt. Aber man gewöhnt sich daran. Ich mich nie. Ich kann nicht. Ich schäme mich ja so. Los, denken Sie an etwas Netteres. Was denn? Weiß ich, woran Sie gerne denken? Auto, Tennis, Bar? Sonst ist in dem Köpfchen doch nicht viel drin. Vielleicht denken Sie mal an ihn. Es gibt keinen ihn, Herr. Ach, das Herzen ist auch noch leer. Was Sie da schon interessieren kann. Na, Mädchen ist Mädchen. Aber für mich ist noch lange nicht junger Mann, junger Mann, junger Mann. Sie haben sie wohl an allen 10 Fingern, was? Kann ich dafür, dass mir jeder nachläuft? Sie, wenn Sie denken, ich flirte hier mit Ihnen. Warum interessiert Sie dann, ob mein Herzchen noch frei ist? Denken Sie lieber darüber nach, was Sie überhaupt wollen. Rumriechen ein bisschen, die Zeit totschlagen und Eindruck schinden, das ist alles. Aber damit machen Sie hier verdammt unbeliebt, das kann ich Ihnen sagen. Von uns hier läuft Ihnen keiner nach. So. Und warum sind Sie mir nachgelaufen? Den Kopf wollte ich Ihnen halten, wenn Ihnen schlecht wird. Darauf können Sie lange warten. Sie. Was sind das auf einmal für hübsche Damenbekanntschaften, Faber? Daran sind Sie schuld, Herr Professor. Ich? Verzeihung. Ein Herr möchte Sie unbedingt sprechen. Was fehlt ihm denn? Keine Ahnung. Er ist sehr aufgeregt. Sie seien an allem schuld. Und er wolle ein Ende machen. Nanu. Sagen Sie mir, soll sie schon freimachen. Nehmen Sie die Liste mit ins Labor. Denke nicht daran, mich auszuziehen. Ich bin der gesündeste Mensch der Welt. Der Herr Professor lässt bitten. Na endlich. Mein Lebtag bin ich noch nicht krank gewesen. Nicht mal die Masern habe ich gehabt. Und jetzt auf einmal... Da wollen Sie mir nicht erst einmal sagen, worum es sich handelt. Um meine Tochter. Sie haben sie operiert. Ach. Ja, allerdings. Da oben. Und seitdem ist der Teufel los. Haben Sie dem Mädel gesagt, sie kann nichts, sie wird nichts? Ja, aber... Einen schönen Floh haben Sie da ins Ohr gesetzt. Holen Sie den um Gottes Willen wieder heraus. Ich hatte ein ziemlich friedliches Heim. Sie ahnen nicht, wie das jetzt bei mir aussieht. Sie schleppt mir ein Gerippe ins Haus. Die Köchin hat gekündigt. Das Personal hat sämtliche Leiden der Welt. Und wer ist daran schuld? Meine Tochter. Die Zigarre nimmt sie mir weg. Den Wein nimmt sie mir weg. Eine Diagnose hat sie mir gestellt. Und dabei soll ich mich nicht aufregen. Darf ich fragen, welche? Affektion der Galle und Leber. Ein Moment. Was ist denn? Das stimmt. Das stimmt. Diagnose Ihrer Tochter. Allerhand für das erste Semester. Und Sie sagen, Sie sind ein gesunder Mensch? Herr Professor, ich war es. Bis Ihre Tochter Medizin studiert hat, ich weiß. Sie müssten ihr eigentlich sehr dankbar sein. Aber wenn es Sie beruhigt... Aber...
wenn Sie die hübsche junge Dame mal wiedersehen sollten. Ich will Sie unbedingt sprechen. Ja. So. Und wissen Sie was? Ziehen Sie sich doch mal lieber gleich aus. Die kann sich auf was gefasst machen. Das schlägt ihm fast den Boden aus. Ja, mein Gott, das Fräuleinchen. Jawohl, Herr Matthias, da bin ich. Hoffentlich ist das Zimmer noch frei. Emma, Emma, aber gehen Sie, machen Sie doch keine Witze. Im Gegenteil, von heute an mache ich blutigen Ernst. Ja, was ist denn immer mitten im Kochen? Aber das Fräulein, Emma, ich darf es bekannt machen, dass meine Frau, bitteschön. Sehr freut. Kann ich bei Ihnen wohnen? Sie haben sich wohl in der Etage geirrt. Das ist ein kleines Zimmer und mit all die Koffer. Ach, das sind nur die Kleinen. Wo soll denn das Ding hin? Da bricht man sich ja das Genick. Der Große kann gleich ins Zimmer. Zwei andere sind noch unten. Sie zeigen sie mal gleich. Na ja, aber wollen Sie sich das Zimmer nicht erst einmal anschauen, bitteschön? Wozu denn? Sonst kann ich doch nirgends hin. Mein Herr Papa hat mich nämlich hinausgeschmissen. Na, sehen Sie. Was denn? Ich finde es sehr hübsch hier. Hier bleibe ich. Aber Fräuleinchen, wieso hat Ihr Herr Vater Sie denn hinausgeschmissen? Sie haben doch keine Liebschaft, was? Nee, aber er hat eine angegriffene Leber und deshalb soll ich aufhören, Medizin zu studieren. Täten Sie das? Was hat denn das mit seiner Leber zu tun? Die hätte er meinetwegen, sagt er. Entweder ich würde vernünftig oder... Und hier bin ich. Das wollen wir doch mal sehen. Herr Matthias, Sie hätten doch auch Ihren Stolz. Ja, ich weiß nur nicht, ob das hier das Richtige für Sie ist. Warum? Jetzt habe ich genauso wenig wie alle anderen. Er hat mich nämlich sozusagen enterbt. Ja, der Tochter, das ist ja der reine Familientragödie. Könnte denn die Miete bezahlen? Aber Emma, das sind doch tiefere Probleme. Ach, was Probleme? Deswegen brennen wir draußen die Bohnen an. So. Und fehlt bloß noch einer. An die Fuhre werde ich denken. Seien Sie bloß vorsichtig, da ist was Zerbrechliches drin. Ach, Herr Matthias, das Leben ist gar nicht so einfach. Aber... Aber, Fräuleinchen? Aber ganz schön. Und so neu. Früher. Ach was, Herr Matthias... War das richtig, was ich getan habe? Tja, wie soll ich Ihnen das sagen, Fräuleinchen? Sie haben mir schon so viel Nettes und Richtiges gesagt. Worauf es ankommt und dass ich durchhalten soll. Ja, wenn Sie wissen, was Sie wollen. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, was ich nicht mehr will. Und dass ich eins nicht ausstehen kann, wenn man mich lächerlich macht. Wenn jeder glaubt, ich kann nichts und ich werde nichts. Ungerechtigkeit kann ich nicht leiden. Sie sollen doch erst mal abwarten. Da habe ich einen ganz verfluchten Stolz. Na schön. Was sieht man denn so von hier? Ach, Fräuleinchen. Wollt's nicht doch lieber wieder? Zurück? Nein. Dazu bin ich jetzt schon zu weit. Der Koffer! Julius! Wenn wir doch nichts gebrochen haben! Na, das wäre schon ganz richtig. Ich bin sprachlos. Das wäre an sich nichts Neues. Hätten Sie früher den Mund aufgemacht. Verzeihung, aber man hat es bei Jenny nicht leicht. Natürlich nicht. Denn schließlich ist sie ja meine Tochter. Dickkopf. Wenn ich nur wüsste, was ihr daran liegt. Jedenfalls hat sich herausgestellt, woran ihr ganz entschieden nichts liegt. Und wenn Sie noch Absichten haben sollten... Natürlich werde ich alles tun, um Sie so schnell wie möglich in das Haus Ihres Vaters zurückzubringen. Nee, nee, nee. Danke. Sie soll sich ruhig erst mal weich kochen. Und ich fürchte, das ist auch Ihre einzige Chance. Beten Sie zu Gott, dass sie zu Kreuze kriecht. Mir wird es übrigens leid tun. Ich bewundere Ihre Ruhe.
junger Freund, das erste Mal seit Monaten, herrscht hier eine geradezu paradiesische Stille. Ich sage jeden Morgen. Sie sind wohl nicht sehr musikliebend, was? Jedenfalls nicht nachts um 10. Ja, was sind Sie denn überhaupt? Das werden Sie schon merken, wenn ich rüberkomme. Vertrauen Sie sich. Unverschämtheit. Ich tue, was mir gefällt. Ich hab schon viel erreicht mit meiner Philosophie. Ich nehme das Leben leicht und ärgern tue ich mich nie. Ich mach mir keine Sorgen, mag auch und komm erschneien. Ich sage jeden Morgen, heute werd ich glücklich sein. Wissen Sie auch damit umzugehen? Auch mit Badewannen habe ich Erfahrung. Das passiert mir nicht noch einmal. Ach, Sie sind wohl schon mal in die Luft mitgeflogen, was? Na, dann wäre jetzt den Gasbadeofen mal lieber selber. Und Ihre Toilettengeheimnisse bringen Sie besser jedes Mal mit. Ein junger Mann braucht das nicht immer vor Augen zu haben. Das bringt nur auf dumme Gedanken. Wer wohnt da eigentlich neben mir? Ein sehr anständiger Mensch. Sehr ruhig, sehr seriös. Aber das Zeichen gleich, posiert wird hier nicht. Und was die allgemeine Sauberkeit angeht, die Wanne müssen Sie selber reinmachen. Nun machen Sie schon zu, die anderen wollen auch noch rein. Schauen Sie sich das Mädel doch erst einmal an. Nee, danke für Backofen. Das Zimmer hat mir genügt. Ich sage Ihnen, da lohnt sich das Kennenlernen. Matthias, wenn ich das Ihrer Frau sage, bist du denn hübsch? Hübsch? Ich sage Ihnen, wenn ich Sie wäre. Aber Sie denken ja nur an sechs Damen. Und weiter, Matthias. Aber soweit ich auch gucke, da ist kein Geld, kein Platz und keine Zeit für. Glauben Sie, ich bin ein Stockfisch? Wissen Sie, warum ich etwas gegen junge, hübsche, knusprige Mädchen habe? Oh ja, weil Sie Angst haben vor Ihnen. Nee, falsch, weil ich Angst habe vor mir. So, und jetzt nehme ich eine kalte Dusche. Na also, gesund ist das auch nicht.
Tag, denk gute Nacht. Gute Nacht. Dann wären Sie wohl nicht hierher gezogen. Dann hätte ich gestern Abend nicht Grammophon gespielt. Ach, warum? Weil ich nicht gerne angebrüllt werde. Verzeihung, aber ich stecke mitten in der Doktorarbeit. Na sehen Sie, so geht's auch. Warum immer gleich drauf werden? Wer nett zu mir ist, kann mit mir Pferde stehen. Auf gute Nachbarschaft, Herr Faber. Hey, warten Sie doch! Wir haben ja beide denselben Weg. Guten Morgen. Wohin? Hier mit der Frau, Sie? Hochzeit. Ach. Vor einer Woche hat er mir schon gesagt, Sie sollen zu ihm kommen. Na, hören Sie, und sowas vergessen Sie? Das ist doch wichtig. Natürlich, das hatte ich ja auch ganz vergessen. Was? Wie wichtig das für Sie ist. Natürlich. Nun haben wir ihn schon so gut vertraut, jetzt fahren Sie wieder damit an. Naja, er war ja schließlich der Grund. So, wer hat Ihnen das erzählt? Womöglich der Herr Professor persönlich, was? Aha. Aber an Einbildung ist schon mancher gestorben. Der schöne Herr Professor, der kluge Herr Professor, er weiß ja alles so ganz genau. Seinetwegen studiere ich Medizin. Alle Mädchen haben nur einen Gedanken und natürlich ist er derjenige welcher. Aber das soll er mir mal persönlich sagen, da kann er was erleben. Ich habe schon lange eine Wut auf ihn. Das ist aber auch alles. Und Sie? Jawohl, schämen Sie sich und gehen Sie in sich. Sonst spiele ich jede Nacht bis 12 Grammophon. Hübsch. Vielen Dank. Aber wenn Sie glauben, es tut mir leid. Augenblick. Ich möchte gerne noch mehr hören. Bedauere, ich habe Kollegen. Was war denn los hier? Was haben Sie denn? Ich? Gar nichts. Warum? Na, Ihr Gesicht. Was meinte Sie eigentlich mit dem Grammophon? Na, raus damit. Ganz unwichtig. Seit ein paar Tagen wohnen wir direkt nebeneinander. Nebeneinander? Komischer Zufall, ja. Sie ist zu dem alten Matthias gezogen. Also durchgebracht? Diese junge Dame fängt an, mir unheimlich zu werden. Wissen Sie, wo sie hingegangen ist? Ins chemische Labor. Kollege, ja, was führt denn die hohe Chirurgie in die Anfangsgründe der Medizin? An die 20 Jahre war ich nicht mehr hier. Meine ganze Jugend steht vor mir auf. Sie, das dürfen Sie erst sagen, wenn Sie mal so einen schönen weißen Bart haben wie ich. Wandeln Sie hier auf Erinnerungspfaden oder suchen Sie längst Vergessenes nachzuholen? Kann nie etwas schaden. Na? Vergisst sich so viel. Sagen Sie mal, das junge Mädchen da hinten, hat die schon sehr viel Unheil hier angerichtet? Unter den Studenten, meinen Sie? Das sowieso. Nein, ich meinte mit Reagenzgläsern, Scherben und so. Nein, bei der gibt es gar keine Scherben. Im Gegenteil, sie ist sehr intelligent, sehr fleißig. Warum fragen Sie denn? Patientin von mir. Ein ziemlich schwieriger Fall. Daran sind Sie schuld.
Ich habe ja gar nichts gesagt. Aber gedacht. Aber wenn Sie es unbedingt loswerden wollen, bitte. Mich trifft es nicht mehr. Sie kratzt los. Nun seien Sie einmal ehrlich. Weswegen studieren Sie eigentlich? Ihretwegen bestimmt nicht. So eingebildet bin ich ja gar nicht. Immerhin haben Sie mir doch beweisen wollen, dass ich mich in Ihnen geirrt hatte. Oder? Das war aber auch der einzige Grund. Sicher. Ich gebe es ja auch zu. Und es ist allerhand von Ihnen. Wollen wir Frieden schließen? Na, na, auf einmal. Sie wollen doch was von mir. Stimmt. Da ich mehr oder weniger dafür verantwortlich bin, dass Sie sich mit so zerbrechlichen Sachen herumplagen müssen, interessiert es mich, was daraus wird. Was daraus wird? Haben Sie ein bestimmtes Ziel? Wollen Sie Ärztin werden? Das dauert 12 Semester. 6 lange Jahre. Aber es interessiert mich wirklich. Gewiss, mit dem Essen kommt der Appetit. Und ich möchte gerne helfen. Bitte lachen Sie nicht. Ich denke gar nicht dran. Helfen, das ist schon etwas. Aber da gibt es weniger schwierige und langwierige Wege. Krankenschwester, Röntgenhilfe, Laborassistentin. Laborassistentin? Na hören Sie, was ist denn das schon? Na, wenn Sie wirklich helfen wollen. Oder wollen Sie jetzt am Ende einem anderen beweisen, dass Sie mehr als nur hübsch sind? Was ich will und wohin ich will, Herr Professor. Jetzt erst einmal in das nächste Kolleg. Sagen Sie mal, Herr Kollege, wieso ist denn das eigentlich ein schwieriger Fall? Wieso? Weil es sich um ein weibliches Wesen handelt, Herr Kollege. Um ein sehr weibliches Wesen. Und da geht es nie ohne Komplikationen ab. Halten Sie mir die Daumen. Heute habe ich Prüfung in Sektion. Und der halbe Kaffee ist noch in der Kanne. Und mit Koffeinvergiftung kann ich mein Staatsexamen nicht machen. Ach, was, von meinem Kaffee ist noch keiner gestorben. Wenn Ihnen die Finger zittern, sind Sie selber dran schuld. Man kann Arbeit auch übertreiben. Dann machen Sie mal einen Punkt. Mache ich. In 14 Tagen fahre ich nach Hause zu Muttern und sage, wir haben es geschafft. Und dann wird sie sagen, Junge, wie siehst du bloß aus? Hochpäppeln kostet nichts auf dem Land, aber für noch ein Semester ist nicht mehr gelangt. Und dann fange ich hier bei Bruchsal an, als Medizinalpraktikant. Das hat er mir schon zugesagt. Dabei werden Sie auch nicht fett. Und dann? Kann ich fast schon ans Heiraten denken. Ist nicht möglich. Das ist so ein Wort in Ihrem Lexikon jetzt. Wer ist es denn? Das ist noch nicht raus. Na, na. Wenn einer wie Sie schon von Heiraten anfängt. Na, was dann? Dann muss es ihn aber mächtig gepackt haben. Sie Mensch! Was machen Sie in dem Zimmer? Ich warte auf eine Dame. Mit welchem Recht? Ich wohne hier nebenan. Und Sie? Wenn Sie nichts dagegen haben. Ich bin mit der Dame verlobt. Ach so. Oh, hallo, wohin? Universität. Fast vor Wut zerspringt. Ich mach mir keine Sorgen, so wie es jeder tut. Ich sage jeden Morgen, heute geht's mir sicher gut. Ich bin hier zum Vergnügen. Ich warte hier schon seit Stunden. Wird sich schon nicht gelangweilt haben. Wenn du dir alles so genau angeschaut hast wie diesen Brief. Bitte, ich habe nur Grammophon gespielt. Es doch an mich, nicht wahr? Und wer bitte ist der junge Mann da nebenan, der dir Briefchen unter der Tür durchschiebt? Habe dich hier gesehen? Er war jedenfalls sehr erstaunt, dass du verlobt bist. Verlobt? Du hast ihm gesagt, wir wären verlobt? Sozusagen. Gewissermaßen. Immerhin war doch die Rede davon. War, ja. Bitte kann ich den Brief haben? Er scheint dich mehr zu interessieren, als warum ich gekommen bin. Weil Papa dich geschickt hat. Ich weiß.
Kehre zurück, alles vergeben. Irrtum. Von ihm aus könntest du dich hier weich kochen. Weich kochen? Bitte, seine Ansicht. Was mich betrifft, ich nehme das nicht so wichtig. Das ist eine deiner extravaganten Launen. Du weißt ja, das liebe ich so an dir. Ich find's reizend. Ich habe vollstes Verständnis dafür. Freilich, das da... ändert die Sache. Allerdings. Wieso? Weil ich nie einen Mann heiraten werde, der meine Launen reizend findet. Der meine Briefe gegen das Licht hält, mir nachspioniert und mir nichts weiter zu sagen hat als du. Und der mich überhaupt nicht ernst nimmt. Bitte. Dieser junge Mann da nebenan, der nimmt dich wohl ernst. Im Gegenteil. Und wenn du wissen willst, was in dem Brief steht, spielen sie wenigstens nachmittags nicht noch Grammophon. Ja, aber das... ändert nichts an der Tatsache. Und was das Weichkochen angeht, ich lasse meinem Vater bestellen, ich werde immer härter. Wie ein Ei. Geschnitten? Ist nur der Handschuh. Warum so nervös? Sie können es doch. Examen bleibt Examen. Na eben, gar nicht so wichtig. Machen Sie es heute nicht, machen Sie es im nächsten Semester. Durchgerasselt? Wenn Ihnen das nun bei einer Operation passiert. Die ruhige Hand, junger Freund. Und immer Kopf und Herz ganz bei der Sache. Wo waren Sie denn mit Ihren Gedanken? Das ist gut. Ich bin mit Ihnen zufrieden. Aber tun Sie vorsichtshalber etwas Jodtinktur drauf. Danke, Herr Professor. In Sektion? Ehrensache. Jetzt habe ich nur noch Chirurgie bei Ihnen. Sagen wir in einer Woche. Wann kriegt die Arbeit? Sie wollten den Doktor noch in der Tasche haben. Woran hängt denn auf einmal? Zu viel Ablenkung? Im Augenblick hier. Die Resultate stimmten nicht. Unser Apparat muss ungenau sein. Im Chemischen soll ein ganz neuer sein. Dann benutzen Sie doch den. Was haben Sie denn mit dem Finger gemacht? Ist doch nicht beim Sezieren passiert. Nein, ganz unwichtig, Herr Professor. Ich laufe dann schnell mal rüber. Sagen Sie mal, Faber, wo ist sie augenblicklich? Keine Ahnung, warum? Weil Sie es so eilig haben, ins Chemische zu kommen. Sie irren sich. Ja? Na, Sie wussten bemerkenswert schnell, wen ich meinte. Verzeihung, aber das lag doch nahe, Herr Professor. Sie haben in der letzten Zeit so viel von ihr gesprochen. Faber, so drehen Sie den Spieß nicht um. Wenn ich das getan habe, wissen Sie ganz genau, warum. Sie täuschen sich wirklich, Herr Professor. Übrigens ist die junge Dame bereits verlobt. Ach. Na, umso besser. Herr Brown. Den Gasparty-Ofen darf ich jetzt auch schon allein bedienen. Was kann da schon passieren? Ja, vor allem müssen es aufs Thermometer Acht geben. Das darf nie über 80 steigen, sonst... Beobachtung, ja? Was ja? Sie haben mir doch geschrieben, ich brauchte nur Ja zu sagen und dann ist alles wieder in Ordnung. Vergessen Sie, was in dem Brief steht. Warum denn? Ich nehme alles zurück. Von Ordnung kann gar keine Rede sein. Jeden Tag ist mit Ihnen etwas anderes. Jetzt sind Sie wieder verlobt. Ist Ihnen das unangenehm?
Vergessen Sie nicht, was Sie sagen wollen. Wollen Sie die Karte auch zurückhaben? Liegt Ihnen vielleicht etwas daran, mit mir zu tanzen? Ich habe doch ja gesagt. Was wollen Sie denn noch mehr? Sie glauben wohl, es kommt nur darauf an, ob Sie ja sagen. Aber jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Augenblick! Ja? Wieso 70? Gras, ich muss aufpassen, dass es nicht über 80 geht. Schnell, was wollten Sie denn sagen? Ach was. Ihretwegen schneide ich mir jedenfalls nicht nochmal einen Finger. Sie haben sich in den Finger geschnitten? Meinen Finger? Schön. Bilden Sie sich jetzt nur ja nicht ein. Ach, Sie widerwärtiger Kerl, ich bilde mir gar nichts ein. Und es ist mir egal, wofür Sie mich halten. Bin ich schon langsam gewöhnt. Ich kann... Haben Sie etwa daran gezweifelt? Ich nicht, aber Sie. Nur ich trete Ihnen ja auch dauernd auf die Füße. Das ist mir direkt ein Vergnügen. Schade, von mir aus könnte das immer so weitergehen. Wir können ja noch so viel tanzen. Kommen Sie. Ich wusste gar nicht, wie schön Sie sind. In dem Kleid, meine ich. Dass ich überhaupt mit Ihnen hier sitze? Wo Sie gestern so grob waren. Verdient haben Sie es ja nicht. Aber wenn es nur das Kleid ist... Nein, nein, bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Im weißen Kittel sind Sie mir eigentlich lieber. Also weit her ist mit Komplimenten bei Ihnen wirklich nicht. Angrün ist ja auch viel leichter. Ich glaube, das könnte ich jetzt nie mehr. Schade. Ich habe mich schon so daran gewöhnt. Auch wenn ich Unrecht hatte? Ja, manches Mal haben Sie überhaupt recht. Und Sie sind mir ja auch nicht schuldig geblieben. Wir sind zwei furchtbare Dickköpfe, was? Lieber beißen wir uns die Zunge ab, bevor wir... Wissen Sie, Jenny, ich hätte Ihnen noch so viel zu sagen. Ja? Nee, es wollen Sie gestatten? Pardon, war zuerst da. Irrtum, Wahnspruch au prä. Denke nicht daran, zurückzutreten. Mal recht des Älteren gelten. Ich finde das einfach empörend. Rate dringend zurückzunehmen. Da ich bin... Vielleicht machen die Herren das erst unter sich aus. Blendender Einfall! Schlage reizende Kommilitonen als Schiedsrichter vor. Famose Idee! Unterwerfe mich blindlings zarter Bestimmung. Kommen Sie. Und sowas gibt es noch. Gestatten die es voll ein, dass wir uns auf Liebe zu ihr umbringen? Darf ich bitten, Trottel? Idiot! Darf ich Sie wohl hinausbitten? Mit Vergnügen. Bitte, bitte. Da, mein Vater, tanzender Weise. Was so ein hübsches Ding aus der reinen Wissenschaft machen kann. Ist das nicht Ihr schwieriger Fall? Eben, eben. Aber was ein richtiger Chirurg ist, der diagnostiziert nicht lange herum. Und je schwieriger der Fall, desto schärfer das Messer. Geht doch wunderbar. Na, hier bin ich erstes Semester. Aua! Bin ich schuld daran? Nein, nein, ich bin nur mit meinem großen Zeh und dir in den Fuß gekommen. Aber damit das nicht nochmal passiert, will ich Ihnen mal zeigen, wie man eine Dame hält. So. Vor allem fassen Sie mich mal ein bisschen fester. So? So, noch ein bisschen. Ich breche so leicht nicht ab. Und jetzt den linken Arm etwas höher. Au! Au, habe ich Sie jetzt zur Abwechslung getreten? Nee, aber was ist mit meinem Arm los? Sie gestatten, Herr Kollegin Spee. Aber Herr Professor, man wartet doch wenigstens. Bis es zu spät ist, nichts machen. Jetzt bin ich an der Reihe. Aber, Faber, das ist ja kein Wunder. Aber wo bleiben die guten Vorsätze? Außerdem ist die junge Dame bereits verlobt. Verfluchter Mist. Also nicht verlobt? Wie kommen Sie denn darauf? Und was sollte das mit den guten Vorsätzen bedeuten? Und nett war das auch nicht von Ihnen, mich ihm einfach vor der Nase wegzufischen. Er hat mich doch schließlich eingeladen. Lauter Neuigkeiten. Darauf wollen wir ein Glas Sekt. Kommen Sie.
erste und hoffentlich letzte Fehldiagnose meines Lebens. Und die war? Die waren Sie, mein reizendes junges Fräulein. Na dann, Prost. Vorausgesetzt, dass ich mich nicht jetzt in Ihnen täusche. Was ich nicht hoffe. Und auch nicht glaube. Wissen Sie, dass Sie mich an etwas erinnern? Und an jemanden? Das ist lange vergangen. Sehr lange. 20 Jahre. Ich war jung. Genauso jung wie dieser Herr Faber. Der übrigens ein tüchtiger Junge ist. Ein vielversprechender Junge. Auf den ich große Hoffnungen setze. Damals war ich auch auf dem Sprungbrett zu einer Karriere. Mit harten und langen Jahren vor mir. Und es war auch ein Medizinerball. Und ich war auch sehr verliebt. Aber damals sagte ich nein. Ich hätte gerne Ja gesagt zu Liebe und Glück und allem, was so schön sein könnte, wenn es für uns nicht etwas Wichtigeres gäbe. Die Arbeit, das Ziel. Und an so einem Abend wie heute habe ich meine erste Operation gemacht. Einen klaren, scharfen Schnitt. Es tat ein bisschen weh, aber... Und sind Sie glücklich dabei geworden? Glücklich? Ja, ich bin das geworden, was ich heute bin. Und das junge Mädchen? Das hat mir geholfen. Geholfen? Ja, sie hat es vollkommen eingesehen. Sie war Ihnen sehr ähnlich. Wenn sie mir ähnlich war, Herr Professor, dann fürchte ich, Sie haben sich schon einmal in einen Menschen geirrt. Verzeihen Sie mir bitte. Hey, Sie, was machen Sie denn da mit unserem Wein? Verzeihung, ich dachte, die Dame sei mit dem Herrn bereits fort. Der Herr ist fort? Mein Gott, was haben Sie denn? Statt mir ein Wort zu sagen. Sie waren so vergnügt. Warum sind Sie nicht geblieben? Sie haben ja Fieber. Einfach wegzulaufen. Ich dachte, Sie merken das gar nicht. Und damit gehen Sie auf einen Ball? Legen Sie sich hin. Ich dachte, das wäre längst vorbei. Das war ja auch gar nichts. Nur tanzen hätte ich nicht dürfen. Und dann der Wein. Ach, verfluchter Mist. Mir muss sowas passieren, ausgerechnet mir. Mein Gott, Sie haben ja... Sie sagen aber niemandem ein Wort davon. Keine Menschen, Sie versprechen mir das. Ja, aber... Ich habe keine Zeit, in die Klinik zu gehen. Ich muss meinen Doktor fertig. Das Examen bei Bruchsal. Ach, ich brauche ja nur Ruhe und das Fieber muss runter. Es geht schon vorbei. Gehen Sie doch schlafen. Bitte. Sepsis, Blutvergiftung. Das habe ich doch schon gelernt. Jetzt kann ich mich an gar nichts mehr erinnern. Jesus, was ist denn? Möchte ich eben wissen. Die Kehrer da so ein Gewisper und ihr Fischbar bei die jungen Leute. Aber geh. Lass ihnen doch das bisschen Ballgeflüster. Ja, so fängt er an. Und wie hört er auf? Nachts um zwei. Das kann ich nicht auf mein Gewissen nehmen. Wenn die mal einen kleinen Sitzen haben, dann fallen sie nicht in die Klappe wie du. Das sind junge Leute. Die wären lustig. Eiskalte Umschläge, unbedingte Ruhe, heiße Seifenbäder. Seifenbäder! Das liebe ich. Habe ich Ihnen gesagt, hier wird nicht posiert?
Sie hatten einen leisen Schlaf, Fräulein. Sie sind wohl nicht ganz bei Trost. Blutvergiftung hat und Fieber. Was? Und dann rufen Sie mich nicht gleich? Jott, hilf! Raus aus dem Bett! Wo brennt's denn? Herr Matthias, helfen Sie ihm doch. Jotte, doch den Arm kann ihm das kosten. Wie sowas passieren kann bei so einem vernünftigen Menschen. Ich hol einen Doktor. Bruchsal. Ja, bitte? Wer? Was? Na also. Natürlich komme ich. Wann hängt er auf einmal? Zu viel Ablenkung? Wenn Sie nichts dagegen haben, ich bin mit der Dame verlobt. Ich darf Sie nicht festhalten. Ich bin kein Stockfisch. Sagen Sie, Faber, wo ist sie denn augenblicklich? Dürfen Sie mir nicht wegnehmen. Haben Sie das gewusst? Nein. Temperatur? 39,8. 13. Wo getanzt muss werden. Kochendes Wasser? Steht schon auf dem Herd. Auskochen. Operieren? Wollen Sie nicht lieber hinausgehen? Darf ich assistieren? Ich fahre schon nicht um. Wird es Folgen haben? Das Examen möchte ich ihn sausen lassen, jawohl. Hat sich selbst nicht in der Hand. Soll andere unter die Finger kriegen. Aber er ist doch nicht schuld. Sondern? Wissen Sie jetzt, was ich gemeint habe? So. Es kommt davon, wenn man seine Gedanken nicht bei der Sache hat. Da einreiten. Herr Professor. Grüß Gott, Herr Famulus. Sonst geht's Ihnen aber gut, ja? Bitte ich. Ach, was, halten Sie den Mund. Beißen Sie Zähne zusammen, passen Sie auf, wie sowas gemacht wird. Bitte schön, Herr Professor, hier sind die Instrumente. Das Messer. Keine Arbeit, Faber. Ich gratuliere inoffiziell zum Doktor. Und nun denken Sie an den Weg, den Sie vor sich haben. Er soll einmal hier in meinem Lehrstuhl und in meiner Klinik. Das erwarte ich. Danke, Herr Professor. Es sollte mir unter Ihrer Leitung nicht schwerfallen. Faber, ich werde Sie nicht als Praktikanten nehmen. Na, setzen Sie sich mal. Ich habe Sie dafür an das deutsche Krankenhaus in Buenos Aires empfohlen. Es sucht unter anderem einen jungen Arzt. Die Ausschreibung geht noch heute ans schwarze Brett. Wenn ich Ihnen einen freundschaftlichen Rat geben darf, dann nehmen Sie die Stelle an. Der Dampfer geht am 1. Oktober. Sie haben also noch ein halbes Jahr Zeit, um sich auszuruhen. Bei Ihrer Mutter zum Beispiel. Sie wissen, warum ich das möchte. Sehr gern möchte. Ist etwas Schönes. Aber diese junge Dame ist verwöhnt, anspruchsvoll
ist ein wenig sehr launisch. Aber Herr Professor... Bedenken Sie, Sie haben harte Jahre vor sich. Heute sieht es vielleicht romantisch aus. Aber Sie müssen an morgen denken. Ich kann Ihnen keine Vorschriften machen. Aber als Chirurg zu Chirurg, wenn jemand mit einer Blinddarmentzündung zu Ihnen kommt, warten Sie dann, bis eine Bauchfellentzündung raus ist? Sie schneiden ihm das Ding raus. Wenn Sie der sind, für den ich Sie halte, dann wissen Sie, was Sie zu tun haben. Ich danke Ihnen, Herr Professor. Jenny möchte mich Ihnen gern schenken, damit Sie auch manchmal an Sie denken. Ich war bis jetzt Ihr bestes Stück. Na na, der feine Herr klopft vorher an. Verzeihen Sie. Aber ich hatte mich so gefreut. Außerdem ging es noch viel weiter. Sie wollen mir Julius schenken? Naja, die Knochen kann ich jetzt doch auswendig. Und in Ihrer Praxis macht er doch sicher Eindruck. Sie sind ein Kind. Wie Sie sich das vorstellen. Eine Praxis. So einfach ist das nicht. Dazu gehört Zeit, Geld. Und Grips. Ich werde es nie so weit bringen. So dumm sind Sie doch nun auch wieder nicht. Doch, und wie? Ich gebe nur so an. Und beide bin ich. Ho. Neulich waren Sie schon so tapfer. Ja, das war etwas ganz anderes. Da war ich selber dran schuld. Dass ich mich in den Finger geschnitten habe. Ja. Und wissen Sie auch warum? Weil ich immer an Sie gedacht habe. Tja, aber deshalb brauchen Sie doch nicht gleich in die Finger zu schneiden. Ich werde immer an Sie denken. Das weiß ich. Das wissen Sie auch ganz gut. Lieber nicht. Sonst bin ich nur wieder schuld, wenn etwas schief geht. Ja, das sind Sie auch. Sie sind schuld, dass ich hier sitze. Und alles vergessen habe. Alle guten Vorsätze. Vorsicht, Ihr Arm. Hol in der Teufel. Na, Fräulein, das ist doch. Womöglich haben Sie heute Blutvergiftung. Herr Faber, das hätte ich nicht von Sie gedacht. Nun machen Sie mal in den letzten Tagen noch Kummer. Aber Frau Emma... Nee, mir brauchen Sie nichts zu erzählen. So kommen Sie schon. Wegen Ihrer heißen Gefühle kann ich nicht kalte Beine kriegen. Gott muss Liebe schön sein. Warum schlafen Sie denn nicht? Sie schlafen ja auch nicht. Ich kann nicht schlafen. Glauben Sie, ich kann schlafen? Ständig. Hans. Hast du etwas gesagt? Nein, nichts. Schlafen Sie gut. Du auch. Vier Treppen und nicht mal ein Fahrstuhl. Eine hochromantische Liebe scheint das zu sein. Im Gegenteil. Vollkommen da. Ich habe mir alles ganz genau überlegt. Vorläufig bin ich erstmal auf den jungen Mann neugierig, der meine Tochter so weit bringt, dass sie sachlich über ihr Erbteil verfügt.
Erstens kannst du uns gar nicht sicher anlegen als in seiner chirurgischen Praxis. Und zweitens... Jotte doch! Haben Sie mich aber erschrocken. Herr Faber. Ist weg. Abgereist. In aller Herrgottsfrühe. Wohin denn? Hast du dir ihm doch nicht nachlaufen wollen? Ach, Jenny, mein Kind, wenn alle deine Eroberungen so aussehen, womit hast du den Dino wieder verjagt? Ich bin weggefahren, weil ich viel zu gut weiß, dass ich dich nicht verlassen kann, wenn ich dich noch einmal sehe. Denn ich liebe... Ich weiß, dass du ja sagen würdest, wenn ich dich bitte, mit mir zu kommen. Aber ich muss Nein sagen, denn ich will und darf es nicht verantworten, dich an mein Leben zu binden, das in den nächsten Jahren sehr hart und unsicher sein wird. Ich hatte doch was für schöne Worte. Ich muss sagen, dein junger Mann gefällt mir. Aber Sie werden ihm doch nicht nachlaufen wollen. Nachlaufen? Ha, die Meinung möchte ich ihm sagen. Weglaufen kann jeder, das imponiert mir gar nicht. Da schreibt er, weiß, dass ich ja gesagt hätte. Aber das Vertrauen, das ich durchhalte, das hat er nicht gehabt. Da gibt man sich die größte Mühe, ein anderer Mensch zu werden. Und dann glaubt man endlich, man hat es geschafft. Nur der Einzige, auf den es ankommt, der hat kein Vertrauen zu einem. Wie soll ich ihm denn beweisen, dass ich es ernst gemeint habe mit allen, wenn er mich nicht dazu kommen lässt? Ja, Fräulein, raten kann Ihnen doch keiner. Das kommt nur auf Sie an. Ich meine, man sollte immer nur das tun, wozu das Herz ja sagt. Das ist meistens das Richtige. Aber das ist ja bloß Philosophie. Was ist denn? Matthias! Ich hab's! Bitte bleiben Sie da und lassen Sie niemanden ran. Ich komme gleich wieder zurück. Sie wollen was? Laboratoriumschwester möchte ich werden, Herr Professor. Ist das so merkwürdig? Sie haben mich selbst doch einmal gefragt, ob ich ein Ziel hätte. Soweit ich mich aber erinnere, war Ihnen das damals nicht gut genug, oder? Damals ja, aber sehen Sie, da wusste ich ja nicht, was ich wollte. Und jetzt wissen Sie es. Wieso denn? Es könnte doch sein, dass ich... Ich meine, es wäre ja schließlich nicht unmöglich, dass ich einmal heirate. Na und? Und dann könnte es doch zufällig ein Arzt sein. Und dann wäre ich ihm nicht nur ein Stein am Bein, wie Sie meinten. Kann ich es bis zum 1. Oktober schaffen, wenn ich auch Röntgenpraxis dazu nehme? Zum 1. Oktober? Warum denn so eilig? Da fährt doch das Schiff. Und ich möchte mich jetzt schon um die Stelle bewerben. Sie sind und bleiben ein hoffnungsloser Fall. Dass Sie einen Dickkopf haben, habe ich schon bei der Operation gemerkt. Aber so einen, dagegen bin selbst ich machbar. Aber lernen werden Sie bei mir, dass Ihnen die Schwarte kracht. Wehe Ihnen, wenn Sie bis dahin nicht die vollkommenste Assistentin werden, die aus meinem Labor in die Welt hinausgezogen ist. Matthias, einen Blei! Aber Fräulein, was haben Sie denn? Eine Stellung und ihn! Ihn! Mit nach Südamerika fahren. Alle den Super von Bord. Du, bleib hier stehen. Ich suche ihn schnell. Ja, was? Jenny! Ich wink dir noch von Bord aus zu. Mein Herr, Sie müssen sofort von Bord. Ja, aber erlauben Sie, meine Tochter, ich habe noch nicht mal lebewohl gesagt. Bedauere, das Schiff geht sofort. Das ist wirklich... Entschuldigung.
gehört hat. Sie müssen sofort von dort. Diese Dame muss noch von Bord. Wollt so lange Abschied gefeiert haben? Überhaupt nicht. Wo kann man hier wieder aus? In Brasilien. Das weichen Sie mal den Kapitän. Kommen Sie los. Seien Sie, können Sie meinen Jungen nicht sehen? Ihr Junge, liebe Frau, ich suche selbst meine Tochter. Er wollte mir noch winken. Wissen Sie, so ein großer, blonder, hübscher Junge. Wo willst du denn hin? Zum Kapitän! Da wollte ich wohl mehr machen. Ne? Wollen Sie denn mit nach Argentinien? Wenn du nichts dagegen hast, ja! Nein! Doch, du willst die Pause mal nein sein. Wenn ich einmal ja gesagt habe, dann bleibst du dabei. So, darf ich dich jetzt meinen Vater vorstellen? Da ist sie! Jenny! Papa! Papa! Jenny! Komm! Wie findest du ihn? Komm! So, nimm mich doch schon in die Arme. Was soll denn sonst mein Vater von dir denken?